die offenen Würfe natürlich nehme. Da müsst ihr jetzt ein bisschen aus dem Pushen kommen dann. Da geht es nicht um taktische Sachen. Jetzt geht's nur, wer will das mehr? Auf geht's! Ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe hier. Da waren wir zu zweit, da haben wir 3-4 Mannschaften gleichzeitig trainiert. Da gab es halt kein Individualtraining, da gab es am Abend ein bisschen eine Schulsporthalle Training. Aber inzwischen sind wir natürlich eines der besten Jugendprogramme, vielleicht sogar in Europa. Bleib ruhig hier stehen, warum? Okay, vielleicht respektiert er dich nicht an der Linie, aber wenn er dich nicht respektiert, dass du schnell etwas zur Seite bekommst, dann kannst du schnell fertig werden. Naja, es sind fast alles Spieler aus unserer eigenen Jugend oder viele, die hier groß geworden sind. Es ist eine extrem junge Mannschaft. Ihr Durchschnittsalter ist, glaube ich, gerade mal bei 18, irgendwas. Ja, wenn wir sehen, dass wir da so viele Jahrgänge mit 2004 drin haben, das heißt 16 Jahre, die alle viele Minuten bekommen, das macht uns stolz. Das macht einfach Spaß, diese Jungs zu betreuen oder auch ihnen zuzuschauen. Und mit Errol Ersek, der ja auch schon lange im Verein ist hier, einen 21-jährigen Kapitän, der das Moment eine ragende Saison spielt und die Jungs da anführt, aber halt auch noch nicht alt ist. Ich bin eigentlich aus Wien, ich bin da geboren und aufgewachsen. Und ich habe dort bei einem Kooperationspartner von Bayern gespielt, bei den Timberwolves. Und die schicken immer wieder mal Leute zum Probetraining, zum Tryout hier nach München. Und da war ich dann hier und dann hat sich das so ergeben, dass sie mir die Chance gegeben haben, herzukommen. Und dann bin ich mit 17 hierher gezogen. Sehr hart, aber auch gut, weil dadurch lernt man natürlich sehr viel. Man lernt, wie es ist, ein Profi zu sein und was das alles ausmacht. Und ja, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung und ich genieße es sehr hier. Es hat jeder Coach seinen eigenen Spieler auch gefühlt. Also sie haben sich alles ein bisschen eingeteilt. Und dadurch ist jeder betreut und auch ein bisschen persönlicher betreut. Und das ist halt ein großer Vorteil bei uns. Ja, ich bin jetzt knappe 7 Jahre im Verein. Das heißt, ich habe da jetzt auch schon eine schöne Entwicklung mitbekommen. Woran ich das immer so ein bisschen festmache, ist, dass seitdem ich hier bin, sind wir immer professioneller geworden. Also jedes Jahr kam irgendeine Art von hauptamtlicher Kraft dazu. Wir haben inzwischen 7 hauptamtliche Nachwuchstrainer, die sich halt nur um den Nachwuchs kümmern können. Ja, in der Sache muss ich natürlich meinen Trainerstab einfach mal loben. Wir haben in erster Linie den Key und den Paolo, die auch der Steffen, die halt fürs Player Development in erster Linie verantwortlich sind, also die sehr, sehr viel Einzeltraining mit den Spielern machen, sehr auf die Bedürfnisse eingehen. Wir haben mit dem Florian Vedelli jemanden, der mich im Scouting unterstützt, in der Videoarbeit unterstützt. Das heißt, wir arbeiten ja natürlich mit den Spielern auch auf dem Feld, um sie besser zu machen, aber zeigen ihnen auch sehr, sehr viel Videos von dem letztjährigen Spiel, also nicht von den Gegnern, sondern von ihrem eigenen Spiel und machen da eigentlich mit jedem Spieler in jeder Woche ein individuelles Videomeeting, was ich auch noch nicht erlebt habe. Wir arbeiten ständig an den Schwächen der Spieler, haben oft eine 1-zu-1-Betreuung, was natürlich Wahnsinn ist und das steht im Vordergrund. Es geht hier nicht um Spiele zu gewinnen. Ja, natürlich, wenn wir spielen, wollen wir auch gewinnen, aber es geht in erster Linie darum, Spiele auszubilden, Spiele zu entwickeln und möglichst an die erste Mannschaft ranzuführen. Herold! Fangen relativ groß an, das heißt, du hast den Arnold. Okay, Arnold, ja. Der beste 3-Punkte-Werfer von denen gerade auf dem Feld. Ja, er wird wahrscheinlich unter 3 spielen. Das heißt, 55 muss passen. Ja. Das heißt, Jonas gegen Heber und wir müssen da vorne dran. Druck sein, ja. Geht nicht um zu spielen, aber erstmal Druck zu machen. Okay? Ja, Arnold, das ist richtig, ganz genau. Das heißt, du bist eher in der Helferposition da, ne? Rebound! Oh, jetzt, unser Ball.
Okay. 55, 55, 55, go! Jonas, Jonas hinter dir. Jonas, come back. Jonas, du hast keine Hilfe. Okay, jetzt, 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 jetzt. Jonas, 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 Jonas. Ja, ja. Oh, komm! Komm, es war ein Jonas! Hey, yes! Go, go! Come on, easy, easy. Good, good. Hop. Free screen. Okay, good shot. Erwin. Weiter. Also, Coach ist auf jeden Fall sehr tough. Er ist sehr erfahren, er war ja schon überall, BWL und so weiter als Coach. Auch schon hier davor als Assistant Coach bei zur Pissigzeit. Und man merkt auf jeden Fall, dass er sehr viel Passion hat, was das Spiel angeht. Er ist sehr detailliert, er ist ein Perfektionist, würde ich sagen. Aber er ist auch sehr tough und erwartet viel. Und, aber das pusht uns alle und ich glaube, das hilft uns auch sehr. Weiter, gut, Mikey! Gut, 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 Lenny! Willst du weiter? In die Beine, Hände da unten! Dann machst du nicht lang! Am besten Werfer frei! Gibt's doch nicht! Der beste Werfer ist frei! Wie verteilt gibt's nicht! Ich meine, du wirst kaum einen Coach finden, der das nicht macht. Man muss irgendwann noch lernen, damit klarzukommen. Und natürlich braucht man das halt auch einfach manchmal, weil manchmal sind wir nicht ready, wir sind nicht da und wenn dann Coach mal auslastet oder dann macht man öfter mal auf und merkt, okay, hey, ich muss irgendwas ändern, wir müssen das Team irgendwas ändern. Er hat keine Energie in diesem Spiel, merkt ihr das nicht? Du stehst da nicht, du hast da nicht schon fast an der Kurve. Come on, Moritz! Gibt's doch nicht, Moritz. Also als Kapitän ist es sicher auch mal meine Pflicht, laut zu werden, aber das ist einfach ich als Person, glaube ich, sehr so, weil ich bin sehr temperamentvoll. Ich will gewinnen, ich liebe das Spiel und deswegen nehme ich Emotionen auch sehr mit manchmal. Und manchmal muss man halt auch einfach mal den Jungs ein bisschen Feuer und dahinter machen. Ja. Wie ich gesagt habe, genau wie ich es euch gesagt habe, ihr nehmt es nicht ernst, ihr seid mit null Spannung dabei, kommt was raus. Ich glaube nicht, dass ihr euch schlagen könnt. Mikey! Da ist er! Wir wollen für Ehre spielen! Geh! Unsere Pro-B-Mannschaft spielt die gleichen Systeme wie die erste Mannschaft. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Jason oder ein Matej von der ersten Mannschaft runterkommen zu Pro-B, dass sie sich nicht an irgendwas anderes gewöhnen müssen. Deswegen wird das gleiche System angesagt und dann wissen halt einfach alle Bescheid. Und diese Verzahnung ist sicher ganz, ganz wichtig. Oh, jetzt! Gut! Herr Tu, auf geht's! Natürlich ist das Konzept der ersten Mannschaft etwas aufwendiger oder etwas größer als unseres, aber wir haben uns einen Teil rausgenommen und die Kommunikation ist sehr, sehr gut. Klar, mein Damon Green, mit dem habe ich die letzten 2 Jahre noch selber hier im Jugendbereich gearbeitet, der jetzt Co-Trainer ist. Ja, also Damon habe ich wahrscheinlich den engsten Kontakt, weil der war auch wahrscheinlich derjenige, der mich nach München geholt hat. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir da dieselben Sachen machen und damit habe ich auch gar kein Problem, weil die erste Mannschaft spielt ja auch extrem guten Basketball. Hop, go, push, pass! Oh, pass! Gibt's nicht, ja. Max? Leider ist genau das eingetreten, was ich vor dem Spiel gepredigt habe. Dass wir nicht bereit sind. Spielen, unsere Lebens in Karlsruhe, kommen zu uns zurück und spielen die halbe Intensität. Die halbe Intensität. Du kommst rein von den jungen Spielern. Feuer! Das ist kein Feuer. Was ich gesagt? Ihr denkt, es geht mit halber Kraft. Macht so weiter für dich. Ich garantiere es euch. Was ihr da tun, das ist doch klar. Fuck, 4 Punkte, geil. Jetzt sind wir drinnen. Wir treffen noch ein paar und dann machen wir die Platz. Da müsst ihr jetzt ein bisschen aus dem Pushen kommen da. Da geht es nicht um taktische Sachen. Jetzt geht's nur, wer will das mehr? Auf geht's! Jawohl!
stopp jetzt, auf geht's! Beine, Beine, Beine! Easy! Good game, man. Good luck for the future. Bitte schön, bitte schön. Alles Gute. Gutes Spiel. Danke. Sportliche Ziele haben wir eigentlich, also was Gewinnen betrifft, eigentlich gar keine Ziele vereinbart, weil wir auch nicht wussten, wie die Saison genau laufen wird. Wir haben eigentlich der Mannschaft vom ersten Spiel an gesagt, es ist egal, mit welcher Formation und welchem Kader wir auflaufen. Wir wollen das Spiel gewinnen. Und wir gehen da von Spiel zu Spiel, weil was anderes können wir eh nicht machen. Also ich glaube, es haben uns sehr viele Leute am Anfang der Saison unterschätzt. Das haben wir jetzt gezeigt, dass das ein Fehler war, da wir sehr, sehr viele Mannschaften geschlagen haben. Wir stehen zurzeit ziemlich gut, besser als es jeder gedacht hat wahrscheinlich. Aber wir sollten uns damit nicht zufrieden geben und einfach noch weiterspielen und schauen, wie weit wir noch pushen können. Weil wir haben gezeigt, dass wir es können, also wieso nicht all the way gehen. Ich will auf jeden Fall das höchste Niveau erreichen, das ich spielen kann. Sei es bei Bayern, ist es so. Das würde mich natürlich freuen, weil ich ja hier schon die Stadt kennengelernt habe und alles Mögliche. Natürlich hoffe ich darauf, dass viele Spieler möglichst hoch spielen werden und bis in die erste Liga schaffen. Hier kannst du unseren Kanal abonnieren und hier geht's zum nächsten Video.